Hi Leute und herzlich willkommen hier zu einem meiner, oder besser gesagt zu meinem ersten Let's Show von einem Wargear, das ich selbst gebaut habe. Und so sieht es aus. Ich habe es jetzt Yeti genannt, weil wir hier halt in einer Eiswüste sind. Und es ist das V1, also die erste Version. Und was ich wollte, ist halt mal ein Wargear bauen, das halt möglichst klein ist. Und wirklich super für eine Person ausgelegt ist. Das heißt, ihr kennt ja die ganz vielen großen Wargears in Minecraft, oder? Und ich wollte halt mal eins bauen, das wirklich mal das Gegenteil zeigt. Also mal eins, das ganz klein ist, aber dann natürlich halt auch wieder, ich sage mal so, super cool aussieht, oder? Und ich hoffe natürlich, dass ich es mit dem Yeti, also mit dem V1 hier, geschafft habe. Wenn ihr das übrigens haben wollt, dann schreibt doch einfach, oder ja, müsst ihr mal schreiben, ihr müsst einfach in den Kommentaren auf den Link klicken und dann kommt ihr schon auf die Seite, wo ihr es runterladen könnt. So, aber ich würde sagen, gehen wir jetzt erstmal in das Wargear rein, denn ich werde euch ja zeigen, wie es funktioniert. Es hat ziemlich viele Funktionen drin, für das, dass es so klein ist. Und zuallererst, wenn ihr hier rein wollt, dann braucht ihr das Wasser hier. Denn wenn ihr euch fragt, für was das Wasser ist, das ist auch ganz einfach. Das soll einen Aufzug darstellen, oder? Also ihr müsst einfach auf so einen Fuß springen und dann hier reingehen und dann die Leertaste drücken. Dann fährt ihr hier rauf durch den Wasserkanal und schwupps, schon seid ihr dann im Cockpit drin. Es geht ganz, ganz schnell. Und wenn ihr jetzt wollt, dass andere Spieler von außen hier nicht rein können, dann macht ihr einfach hier die Klappe zu. Und dann macht ihr hier diese Klappe auf und tut dann den Hebel umlegen. Und sobald ihr den Hebel umgelegt habt, fängt diese Lampe hier an zu leuchten. Und dies bedeutet, dass jetzt das Wasser, ihr seht jetzt, da ist jetzt so ein Block dazwischen gekommen. Also das Wasser geht jetzt nicht nach unten, oder? Und ja, also ihr könnt jetzt auch nicht mehr nach unten. Wenn ihr wieder nach unten wollt, müsst ihr halt wieder hier den Hebel umlegen und dann geht es wieder. So, zuerst mal zu den Kanonen. Wir haben 4 Kanonen, auf jeder Seite 2 Kanonen mit je einem Projektil. Wenn ihr die Kanonen laden wollt, dann müsst ihr halt einfach mit TNT, müsst ihr Moment. So. Müsst ihr halt einfach mit TNT immer je auf der Seite halt dies füllen. Ist aber eigentlich ganz einfach. Und zwar einfach hier je 2 TOTs hin und dann auf jeder Seite hier ebenfalls noch immer 2 TOTs hin. Ganz wichtig, hier hin dürft ihr nichts reintun, denn sonst geht das Wasser hier weg. Und die Glowstones, die hier auf der Seite sind, die sollen bewirken, dass das Wasser hier nicht gefriert. Also in dieser Schneewüste kann es sein, dass das Wasser gefriert. Und dann fliegt euch das ganze Wargear um die Ohren, wenn ihr dann die Kanonen zündet. Das genau gleiche ist auch auf dieser Seite. Einfach wieder die Kanonen laden. Und das Gute ist ja auch, ihr braucht eine sehr, sehr kleine Zeit, um wieder ins Cockpit zu kommen. Das heißt, ihr müsst nicht stundenlang laufen, wenn ihr wieder nachladen wollt. Dann zuerst mal hier noch. Hier ist ein Sensor. Dieser Sensor, der zeigt an, ob das Wargear in Ordnung ist. Wenn dieser Sensor ablöscht, dann ist irgendwas kaputt. Und ja, dann will ich ziemlich schnell da mal nachschauen oder zumindest mal die Kanonen abfeuern oder die TNTs entfernen. Denn wenn hier irgendein TNT in die Luft geht, dann seid ihr hier wirklich schon ziemlich schlecht ausgelegt. Denn wenn etwas hier in die Luft fliegt, dann kann es sein, dass ihr hier wirklich stirbt im Cockpit drin. So, ihr seid natürlich auch ein bisschen eine Zielscheibe, wenn ihr hier vorne steht, denn ihr seid ziemlich schnell getroffen und hier ist wirklich nur eine Scheibe Glas. Aber ich finde es noch cool, ich wollte es eigentlich auch so ein bisschen Richtung Titanfall machen. Ich weiß nicht, ob ihr Titanfall kennt, das ist ein Spiel für die Xbox One und für den Computer. Und ich wollte halt so ein Spiel machen, so eine Kampfmecha, so eine Kampfmaschine bauen, die halt so aussieht, bisschen wie so wie in Titanfall. Aber ich glaube, es ist mir ziemlich gut gelungen. Aber zuerst mal zu den Raketen oder zu den Kanonen. Hier
steht Rakete innen, das heißt, es ist die innere Laufbahn, also es ist halt vertauscht, oder das müsst ihr halt wissen, oder das heißt, es sind diese Reihe von TUTs, und wenn ich dann hier auf den Knopf drücke, dann zündet sich dies und die TNT werden zweckkatapultiert. Sie fliegen nicht extrem weit, aber eine schöne Reichweite ist natürlich dabei. So, das genau gleiche noch hier und auf dieser Seite auch noch. Ihr könnt natürlich auch beide TNTs zünden, dann fliegen die beiden ein bisschen länger, also weiter weg als normal. Und was ihr auch habt, ist ja, dass halt die Reichweite der TUTs immer wieder ein bisschen unterschiedlich ist, aber das ist auch bei allen Kanonen so. Die sind nicht immer gleich. Dann hat dieses Raumschiff noch, dieses Raum, ich sage immer dieses Raumschiff, dieses Wargear noch eine Maschinenkanone, die ist hier. Hier steht Maschinengewehr läuft. Und wenn ihr den Hebel klickt, dann geht die Lampe hier an. Und hier fängt es auch schon an zu laufen. Und das Gute ist, ihr könnt das Maschinengewehr aus dem, oh, aus dem, das wäre so gewesen, wenn ich es hier hingeschätzt hätte. Dann fängt das Maschinengewehr halt auch an zu laufen. Und ihr könnt es auch gleich nachladen. Wenn ich hier draufklicke, dann seht ihr hier ist der Dispenser. Und hier könnt ihr auch gleich nachladen. Das mache ich jetzt. Übrigens, dieses Klicken bedeutet, dass es leer ist. Jetzt könnt ihr hier rein tun, zum Beispiel Feuerbälle. Und ihr seht oder schon, das kommt ein riesiger Feuerwall. Geht jetzt hier weg. Aber wenn ihr es findet, dieses Feuer, ich will die Intervalle schneller haben, dann könnt ihr das auch ändern. Und zwar müsst ihr dafür dann nach hinten gehen, da die Klappen aufmachen und dann nach unten gehen. Dann habt ihr hier einen Repeater. Wenn ihr diesen Repeater jetzt ganz nach außen stellt, dann geht es eher langsam. Und wenn ihr nach innen stellt, dann geht es eher schneller. Das kann ich jetzt mal machen. Ihr seht, oder? Das geht jetzt viel, viel schneller als vorher. Aber es ist natürlich auch so, wenn es so schnell geht, da könnte wirklich ein anderes Wargear oder sonst irgendwas, was es aus Wolle ist, könnte wirklich viel, viel schneller zerstören. Und ja, das ist das Maximum an Intervalle. Und ihr hört das Klicken wieder, das heißt, es ist leer und ihr müsst wieder nachladen. So, das wäre auch schon fast gewesen. Dann haben wir hinten noch eine Truhe. Könnt ihr hier öffnen. Da hat es nichts drin, aber da könnt ihr jetzt Waffen oder sonst irgendwas noch reintun. Und hier haben wir noch eine Leiter. Da könnt ihr noch hochgehen. Und dann seid ihr hier auf dem Dach und könnt eure Gegner abschießen oder weiß ich was machen. So, das wäre es auch schon fast gewesen von uns hier. So sieht das Wargame noch einmal von vorne aus. Und wenn ihr es haben wollt, respektive wenn ihr mehr davon haben wollt von mir, dann könnt ihr halt einfach das mal runterladen. Ihr seht ja den Link, der ist in der Beschreibung. Mich würde es freuen, wenn ihr das Video liken würdet, wenn es euch gefallen hat und vielleicht sogar den Kanal abonnieren wollt, wenn ihr noch mehr von mir haben wollt. Oder ihr lädt einfach mal das Wargear runter, denn ich kann es euch sicher empfehlen. Natürlich will ich nicht nur so kleine Wargears machen, sondern mal was Größeres. Ich bin momentan gerade daran, ein Raumschiff zu bauen, ein ziemlich großes, und das werde ich euch sicherlich demnächst auch noch vorstellen. Aber vielleicht ist es ja schon draußen, das Raumschiff. Deshalb schaut doch einfach mal auf meinem Kanal Zeppladinum bei YouTube nach. Ich bin Carlo und sage Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.